Hola, hola, soy Tomás. Wenn man eine neue Sprache lernt, ist es super wichtig, regelmäßig diese Sprache zu üben. Das heißt, sprechen, schreiben, lesen, hören. Denn sonst wirst du niemals ein gutes Niveau erreichen. Wenn du Spanisch lernst, sind Serien eine gute Art, um diese Sprache zu üben und hören. Hier sind meine Top 10 Shows auf Spanisch bei Netflix. Naja, auf Netflix gibt es nicht so viele Shows auf Spanisch, aber diese 10 Serien kann ich empfehlen. Elite ist bis jetzt meine Lieblingsserie auf Spanisch, aber ojo, Achtung, die meisten Charakter sind Teenager. Das heißt, sie verwenden viel Slang, viel Umgangssprache, was ein bisschen schwierig zu verstehen ist, auch manchmal für mich. Aber die Serie ist sehr gut und du kannst sie immer mit Untertiteln anschauen. Jetzt El Chapo, eine Serie, die viele Fans von einer anderen Serie, Narcos, mögen. Die Serie ist sehr spannend, aber auch mit viel Gewalt. Also wenn du sowas nicht magst. Es ist eine amerikanische Produktion mit Schauspielern aus ganz Lateinamerika. Und die meisten sprechen sehr deutlich, finde ich. La Casa de Papel ist eine andere Show aus Spanien. Sehr spannend. Ich habe nur einige Folgen angeschaut, aber jeder, der alle Folgen angesehen hat, erzählt mir, dass die Serie sehr gut ist. La Ingobernable. Ich mag die Hauptschauspielerin. Kate del Castillo, eine mexikanische Show mit vielem mexikanischen Slang und großartige Drehorte wie Ciudad Mexico. Nächste Show, Fugitiva, ist eine spannende Serie, die in Mexiko und in Spanien gedreht wurde. Die spanische Schauspielerin Paz Vega ist eine Opfer häuslicher Gewalt, die ihre Kinder schützen muss und vor ihrem mächtigen und reichen Ehemann. Ja, viel Drama in dieser Serie. Aber naja, es ist etwas, um anzuschauen und Spanisch zu hören. Und die Serie hat eine sehr gute Produktion, muss ich sagen. Jetzt eine andere Richtung, Las Chicas del Cable. Ein Melodrama über vier Frauen, die als Betreiber einer Telefongesellschaft in Madrid in den 20er Jahren arbeiten. Die Handlung ist voller Wendungen und Intrigen und die Show hat wunderschöne Produktionswerte. Und es ist nicht so stressig wie die anderen Shows, die ich schon erwähnt habe. Jetzt etwas mit Liebe. La Catedral del Mar. Eine intensive Geschichte über die Flucht eines Leibeigenen vom missbräuchlichen Adligen ins mittelalterliche Barcelona auf der Suche nach Wohlstand und Freiheit. Es basiert auf einem sehr berühmten Roman, den ich nicht früher kannte. Und ich mag, dass die Serie im Mittelalter spielt und sie sieht echt wunderschön aus.
Ich habe einige Folgen angeschaut und das sieht super aus. Wenn du sowas wie Game of Thrones magst, dann kannst du ungefähr eine spanische Version anschauen. Und wenn du Reality-Shows magst, kannst du dann Made in Mexico anschauen. Made in Mexico. Eine Show über reiche, verrückte Leute in Mexiko. Ich habe zwar wenige Folgen dieser Show angeschaut, aber sie war lustig, muss ich sagen. Die nächsten zwei Serien habe ich selbst nicht angeschaut, aber sie wurden von Schülern empfohlen. Cuatro Estaciones de La Habana. Ich habe den Trailer angeschaut und die Produktion sah sehr prima aus. Und es war toll, kubanischen Akzenten in einer Serie anzuhören, muss ich sagen. Velvet, eine liebe Geschichte. In der 50er Jahren in Madrid. Ich habe gehört, dass sie viele Fans hat, aber ich habe selbst diese Serie nicht angeschaut. Und eine extra Serie. Narcos. Die Serie ist sehr, sehr gut. Ich mag sie sehr. Wegen der Handlung hat sie natürlich viel Gewalt. Ich sage eine extra Serie, weil die Serie eigentlich teilweise auf Englisch und teilweise auf Spanisch ist. Aber wenn du es magst, kannst du so gleich zwei Sprachen gleichzeitig lernen. Hören. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. En Facebook me encuentras como Spanish mit Thomas. Y en Instagram como Thomas der Profe. Jetzt werde ich die neue Staffel von Narcos anschauen. Narcos Mexiko. Adios.